Hallo Leute, ich bin Ultimate Spendash und wir werfen heute einen Blick auf Mesa. Mesa ist ein Warframe im Stil eines Revolverhelds. Dementsprechend sind ihre Fähigkeiten auf Schusswaffen fokussiert. Mesas Blaupause erhaltet ihr im Markt für 30.000 Credits. Ihre Teile könnten aber problematisch werden, da ihr sie vom Mutalist LRV bekommt. Ich selber brauchte 12 Runs, um alle Teile zu bekommen. Verdammte Systeme. Wenn ihr euch das Warten auf Mutalist-Koordinaten sparen wollt, bekommt ihr Mesa auch zusammen mit einem Warframe-Slot und einem Reaktor für 325 Platin. Mesa besitzt einige passive Fähigkeiten. Sie hält 50 Gesundheit, wenn sie ohne Nahkampfwaffe in die Schlacht zieht, kann einzelne Pistolen 20% schneller nachladen und hat eine 10% höhere Feuerrate mit Akimbo-Pistolen. Mesas erste Fähigkeit ist ballistische Batterie. Mesa beginnt einen Teil des Schadens, den sie mit ihren Primär- oder Sekundärwaffen anrichtet, als rohe Energie zu speichern. Sobald sie die Fähigkeit erneut auslöst, wird diese Energie dem nächsten Schuss hinzugefügt. Ihre zweite Fähigkeit ist Schießbude. Mesa erzeugt ein Energielasso, welches sie umkreist und ihren Waffenschaden erhöht. Außerdem kann das Lasso die Waffen von Gegnern in der Nähe kurzzeitig stören. Das Problem mit dieser Fähigkeit ist, dass das Energielasso periodisch zu einem anderen Spieler wechselt. Dadurch profitiert ihr selbst die meiste Zeit nicht von dem Buff und oft bekommt ein anderer Spieler den Buff genau dann, wenn er ihn nicht braucht. Ihre dritte Fähigkeit ist Schwetterschild. Mesa erzeugt einen Energieschild, der Projektile ablenkt und eingehenden Schaden um bis zu 95% reduziert. Beachtet, dass diese Fähigkeit euch nicht vor Nahkampfangriffen oder Bereichsangriffen schützt. Raketen werden aber abgelenkt. Ihre vierte Fähigkeit ist Peacemaker. Mesa zieht ihre Regulator-Pistolen, wird stationär und wird, wenn ihr die Feuertaste gedrückt haltet, automatisch alle Feinde im Umkreis von 50 Metern anvisieren und angreifen, vorausgesetzt es sind keine Hindernisse im Weg. Beachtet, dass diese Fähigkeit für jede Sekunde, in der sie aktiv ist, Energie verbraucht. Allerdings könnt ihr sie so lange aktiv lassen, wie ihr wollt, solange ihr Energie habt. Ihr könnt allerdings keine Energie von Energiekugeln oder Restores aufnehmen. Ihr könnt aber von der Energieregeneration in Limbus Rift profitieren und seid im Rift zusätzlich doch vor Angriffen geschützt, während ihr Feinden normal schaden könnt. Für Mesa wollt ihr eine möglichst hohe Krafteffizienz, um Peacemaker lange nutzen zu können. Das erreicht ihr bereits mit einer Rang 4 flüchtenden Expertise und einer Rang 4 Stromlinie. Die restlichen Slots fülle ich mit Kontinuität, Verstärken, Umlenkung, Fluss, Vitalität und flüchtige Stärke. Dadurch erreiche ich auch die maximale Schadensreduktion mit Splitterschild. Mesa hat nicht nur einige interessante Anwendungsmöglichkeiten, vor allem in Kombination mit Limbo und Warframes, die ihren Schaden erhöhen können, sondern ist auch vom Design her schon sehr badass. Das einzige Problem mit diesem Warframe ist die Grindwall, hinter der sie steht.